Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividenden-Check Roche. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt aus der Schweiz und ist in der Pharmabranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2,5%. So, bevor es losgeht mit dem Check noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 56% und das ist in einem guten Bereich, würde ich sagen. Und das gibt von mir einen halben Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier liegt der Wert momentan bei 50% und auch das ist auf jeden Fall in einem guten Bereich. Und damit gibt es hier von mir auch einen halben Punkt. Dann zum dritten Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 6,6 auf 9 Schweizer Franken je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung und das gibt von mir einen vollen Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende ebenfalls angestiegen und zwar von 3,4 auf 6 Schweizer Franken je Aktie und auch hier gab es in diesem Zeitraum keine einzige Kürzung und damit gibt es hier auch einen vollen Punkt von mir. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr 2,6% angestiegen und das ist nicht so berauschend und damit gibt es hier von mir 0 Punkte. Dann zum sechsten Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen soll die Dividende je Aktie im nächsten Jahr ansteigen und zwar von 9 auf 9,38 Schweizer Franken je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Schätzungen und damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr. Und hier soll laut den aktuellen Prognosen der Analysten der Gewinn je Aktie auch ansteigen, und zwar von 16,52 auf 17,35 Schweizer Franken je Aktie. Also auch hier schaut es momentan ganz gut aus für das folgende Geschäftsjahr, laut den aktuellen Schätzungen zumindest. Und damit gibt es hier auch einen vollen Punkt von mir. Damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Roche in meinem Dividendencheck insgesamt 5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie damit auf der besten Stufe, also knapp auf der besten Stufe. So, dann jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7 Punkte Dividendencheck und hier landet Roche momentan mit den 5 erreichten Punkten auf dem 5. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Und den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie. Und zwar von ca. 2008. Bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Mitte August 2021. Und dann haben wir noch die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass momentan der Kurs ziemlich genau mit der gestrichelten Linie übereinkommt, also sich überschneidet hier. Damit scheint die Aktie momentan zumindest, also genau fair bewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. Allerdings, wenn man jetzt den aktuellen Kurs mit den prognostizierten Gewinnzahlen vergleicht, also zumindest mit den bereinigten Gewinnzahlen für das ganze Geschäftsjahr 2021, dann scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, also wenn man jetzt das ganze Jahr nimmt. So, dann jetzt noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.